Liebe Freundinnen und Freunde, schön hier in Freiburg zu sein unter Freunden. Hier in Baden haben Friedrich Hecker, Gustav Struve und übrigens auch seine Frau Amalia Struve 1848 für Freiheit und Demokratie gekämpft. Bekanntermaßen kommen die Schwaben, von denen wir gerade eben gehört haben, zu denen ich mich auch zähle, aus dem anderen Teil von Baden-Württemberg, dem Teil, der bislang eher als behäbig oder gar wenig revolutionär galt. Dazu kann man nur eines sagen. Vielleicht dauert es bei uns Schwaben manchmal ein bisschen länger, bis wir so weit sind. Aber wenn wir mal auf der Straße sind, dann hält uns auch so schnell nichts mehr auf, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich kann hier nur eines sagen. Wir werden so lange mit Schwabenstreichen weitermachen und mit Demonstrationen, bis das Unsinnsprojekt Stuttgart 21 endgültig unterirdisch oder oberirdisch beerdigt ist, liebe Freundinnen und Freunde. Lieber Winfried Kretschmann, liebe Grüne aus Baden und aus Württemberg, dieser Parteitag sendet auch ein Signal ins Ländle. Gemeinsam heißt es nicht nur oben bleiben, sondern gemeinsam heißt es auch dafür zu sorgen, dass die CDU-Herrschaft nach 57 Jahren endlich der Geschichte angehört und hier auch ein Politikwechsel in Baden-Württemberg stattfindet, liebe Freundinnen und Freunde. Hier in Freiburg, wir haben es vorher gehört, ist Grün ja schon fast so etwas wie Tradition. So ähnlich wie der Hans-Christian Ströbele in Berlin-Kreuzberg mit seinem Direktmandat. Deshalb auch nochmal von meiner Seite ein herzlicher Glückwunsch an Dieter Salomon zu seiner Wiederwahl mit absoluter Mehrheit im ersten Wahlgang. Das muss der Dieter heute Abend noch ein paar Mal über sich ergehen lassen. Aber ich glaube, es gibt Schlimmeres, als Glückwünsche für eine Wiederwahl entgegenzunehmen. Wichtig ist mir aber auch, dass man versteht, was grüne Politik in Freiburg heißt. Es ist eben nicht nur das Klischee von Soja und Solar in Vauban, was wichtig ist, sondern es ist auch das gesunde Schulessen für einen Euro, das Mittagessen in der Schule. Auch das sind Bündnis 90, die Grünen in Freiburg, liebe Freundinnen und Freunde. Ökologie und Sozialpolitik gehört bei uns zusammen, überall da, wo wir regieren. Und es ist kein Zufall, dass wenn wir morgen den 51.000. begrüßen in unserer Partei, dass wir morgen auch das Thema Kommunalpolitik auf der Tagesordnung haben, dieser Bundesdelegiertenkonferenz. Denn wir haben nicht nur 51.000 und bald 52.000 Mitglieder, sondern wir haben auch über 8.000 kommunale Mandatsträger. Bündnis 90, die Grünen, sind die Kommunalpartei Deutschlands, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will auch alle nationalen und internationalen Gäste von zahlreichen Botschaften dieser Länder, Grüne aus verschiedensten Ländern, übrigens auch viele zahlreiche Nicht-Grüne, die interessiert sind angesichts der Umfragewerte und der hohen Erwartungen, wie wir uns aufstellen. Ich will sie alle namens euch herzlich begrüßen zur Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90 Die Grünen in Freiburg. Liebe Freundinnen und Freunde, unter uns befinden sich auch Vertreter anderer Parteien, darunter auch ein Bundestagsabgeordneter der CDU. Ich vermute mal, dass er sich anschauen möchte, kurz nachdem die CDU ja unweit von hier in Karlsruhe in einem anderen Teil des schönen Bahns getagt hat, was ein lebendiger Parteitag mit einer lebendigen Debattenkultur ist und nicht so ein Schlafmützenparteitag wie bei der CDU in Karlsruhe. Hier ist Demokratie, hier ist Leben. Ich muss das nicht dazu sagen, aber bitte seid nett zu ihm. Liebe Freundinnen und Freunde, begrüßen möchte ich auch, ich weiß gar nicht, wo sie jetzt gerade sitzt, die Silvia Löhrmann und die Nordrhein-Westfalen. Da sitzt sie. Herzlicher Glückwunsch auch nochmal von dieser Seite zu eurem tollen Wahlergebnis, wo ihr das Wahlergebnis quasi verdoppelt habt. Aber jetzt kommt's. Herzlicher Glückwunsch auch zu dem, was nach der Wahl passiert ist, nämlich die Umsetzung der Versprechen, die im Wahlkampf gegeben wurden. Das ist Bündnis 90 Die Grünen, liebe Freundinnen und Freunde. So machen wir das auch im nächsten Jahr. Der Dieter hat das Bild von Winfried schon geprägt. Ich glaube, das Bild von Winfried Kretschmann
wird wahrscheinlich das nächste Jahr prägen. Ihr wisst alle das Bild, dass wir auf dem Teppich bleiben, auch wenn derselbige gerade fliegt. Ich habe meine Vorfahren aus dem Orient. Insofern kenne ich mich mit fliegenden Teppichen gut aus und ich kann euch sagen, man schafft es, auf dem Teppich zu bleiben. Aber das Gute ist, ich kenne eine Partei und die heißt Bündnis 90 Die Grünen. Und da sind alle bislang auf dem Teppich geblieben, trotz oder vielleicht gerade wegen der Umfrageergebnisse. Deshalb mache ich mir da keine Sorgen, dass diese Partei trotz der Thermik die Bodenhaftung nicht verlieren wird, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Delegierte, liebe Freundinnen und Freunde, Angela Merkel hat sich im Sommerurlaub entschieden, dass sie ihre Wildsäue eintreiben möchte, die Gurkentruppe aufrichten möchte und nach einem unterirdischen ersten Jahr doch noch so etwas wie regieren versuchen möchte. Noch eine zukunftsfähige Idee davon, wie Deutschland in 10 Jahren aussehen möchte, wohin sie dieses Land führen möchte, darauf wartet man vergeblich. Ich komme um den Eindruck nicht herum, dass Angela Merkel am Ende ihrer ideologischen Reise auf dem Weg über schmelzende Gletscher, über Integrationsgipfel, über Krippenplätze wieder da angekommen ist, wo sie 2003 auf dem Leipziger Parteitag war, nämlich bei neoliberalen Thesen. Damit kann man vielleicht Friedrich Merz glücklich machen, aber die Mehrheit der Menschen in diesem Land will nicht zurück zur neoliberalen Politik. Auch das werden wir beenden, liebe Freundinnen und Freunde. Auf dem Karlsruher Parteitag der CDU gab es im Kern 2 Botschaften. Die eine ist, im Zweifel für die Partei und nicht für das Land, 9 Minuten Applaus und 90% Zustimmung für soziale Verteilung von unten nach oben und extra Cash für Energiekonzerne. Die zweite Botschaft, ab jetzt geht es vor allem gegen uns, gegen Bündnis 90 Die Grüne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Freundinnen und Freunde. Ich kann nur sagen, von der Lobbypolitik angegriffen zu werden, das ist eine Ehre für uns Bündnis 90 Grüne. Das zeigt, wir sind die Gemeinwohlpartei. Und ich will noch ein weiteres sagen. Ihr wisst ja, dass ich damals in Bonn im Bundestag zu denen gehört habe, die an der sogenannten Pizza Connection teilgenommen haben, wo man zusammensaß und geguckt hat, ob man Brücken auch zu den anderen bauen kann, über Lager hinweg. Dem Brückenbauen bin ich nach wie vor verbunden. Aber dazu braucht man auch eine andere Seite. Und ich will auch sagen, Frau Merkel sprach ja von Hirngespinsten im Zusammenhang mit Schwarz-Grün. Ich vermag nicht in den Kopf von Frau Merkel zu schauen. Aber wo sie recht hat, hat sie recht. Wer Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke möchte, wer den sozialen Zusammenhalt dieser Gesellschaft in Frage stellt, der kann, der wird nicht Bündnispartner für Bündnis 90 Die Grünen. Mit denen können wir nicht zusammenkommen. Jetzt sind wir in einer ganz spannenden Zeit. 10,7% bei der Bundestagswahl und jetzt die Umfrageergebnisse, ihr kennt sie. Und es führt natürlich dazu, dass die anderen sich den Kopf über uns zerbrechen. Da sind wir angeblich mal die Milieupartei oder die Wünsch-dir-was-Partei oder die Latte-Macchiato-Partei. Letzteres Zitat stammt von Sigmar Gabriel, unserem Freund von der SPD. Da kann ich nur sagen, Filterkaffee ist auch keine Lösung, lieber Sigmar Gabriel. Und nun sind wir offensichtlich die der Gegenpartei, die unschuldige Bürger gegen die Zukunft des eigenen Landes aufhetzt. Mal sind wir fortschrittsfeindlich, dann wieder politischer Arm von Aufrührern, Brandstiftern und Steinewerfern. Vielleicht kann man es ja auf den Punkt bringen, was eigentlich gemeint ist. In dieser Gesellschaft stehen sich 2 Modelle diametral gegenüber. Das eine Modell ist das Modell der Lobby- und der Klientelpolitik für bestimmte Hoteliers, für Atomkonzerne, für die Pharmalobby, für die Privatversicherungen. Und das andere Modell, das ist das Modell einer gemeinwohlorientierten Politik, die nicht nur an das Jetzt, an das Heute, an das Hier denkt, sondern auch an das Morgen denkt, an das Übermorgen denkt und an die Menschen denkt, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens leben. Das ist Bündnis 90 Die Grünen. Letzteres, liebe Freundinnen und Freunde.
Was wir bestimmt nicht machen werden, das ist, dass wir jetzt in einen Wettbewerb treten mit den anderen Oppositionsparteien, wer die radikaleren Forderungen formuliert. Für uns heißt Radikalität was anderes. Radikalität heißt, unsere Ziele so ernst zu nehmen, dass wir sie umsetzen wollen und dabei möglichst viele Menschen mitnehmen, wenn wir das, was wir im Wahlkampf versprechen, in die Programme schreiben, auch dann, wenn es gilt, in der Regierung sie umzusetzen, liebe Freundinnen und Freunde. Und an die Adresse, der Linkspartei sage ich, radikal reden kann jeder. Wir streben Verantwortung an. Das ist der Unterschied von der Linkspartei zu uns, liebe Freundinnen und Freunde. Ich hatte, bevor die Bundesdelegiertenkonferenz losging, ein Treffen mit den Neumitgliedern aus Freiburg. Übrigens über 30 an der Zahl, die gekommen waren. 12 hatten sich angemeldet. Auch dafür ein Kompliment, liebe Freundinnen und Freunde in Freiburg. Ich habe die gefragt, was die an den Grünen interessant finden. Einer meinte, bei den Grünen duzt man sich, da hat man gleich einen direkten Draht zu den Vorturnern, da muss man nicht irgendwie so viele Hürden überwinden und sie siezen. Also, wir Grüne duzen uns. Bei uns geht es auch sonst recht kuschelig zu, wenn ihr uns vorne hier seht, im Bundesvorstand. Aber wir verheimlichen auch von niemandem, dass dieser Weg, den Bündnis 90 die Grünen gehen möchte, auch ein Weg mit Zumutungen ist. Gerade angesichts Klammerhaushalte und der Schuldenbremse sagen wir, wer uns wählt, weiß, er bekommt auch Zumutungen. Ein Wohlfühlprogramm sieht sicherlich anders aus wie das, was Bündnis 90 die Grünen vorhat, liebe Freundinnen und Freunde. Lasst mich mit Blick auf die Bundestagswahl 2013 sagen, wir dürfen und wir werden den anderen den Gefallen nicht tun, dass wir unsere Konzepte nicht durchrechnen. Die Zeiten sind vorbei, wo man im Zweifelsfall die Milliarden aus dem Ehegattensplitting gleich zweimal irgendwo ausgeben konnte. Wir dürfen und wir müssen Ehrlichkeit wagen. Kein Mensch hat heute mehr Lust darauf, von der Politik für dumm verkauft zu werden. Dass 20% der Menschen in Deutschland uns angeblich derzeit wählen wollen, und das, obwohl wir ihnen keine Steuersenkungen versprechen, das ist meines Erachtens ein gutes Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass Verantwortungsbereitschaft honoriert wird und nicht das Versprechen vom Blauen herunter, wo man genau weiß, man wird es nie umsetzen können, liebe Freundinnen und Freunde. Die Logik von Schwarz-Gelb, dass den Bürgerinnen und Bürgern das Portemonnaie lieber wäre und wichtiger wäre als das Wohl des Landes, das ist ein Zynismus nicht zu überbieten. Wäre ich Unternehmer, liebe Freundinnen und Freunde, ich hätte die FDP schon längst angezeigt wegen Rufschädigung für die Wirtschaft dieses Landes, liebe Freundinnen und Freunde. Die sind nicht so, wie die FDP sie darstellt. Liebe Freundinnen und Freunde, zwei Orte gibt es in diesen Tagen, die symbolisch stehen für die Krise der Politik, aber auch für den Zustand der Republik. Der eine ist, ihr ahnt es bereits, Gorleben. Gorleben ist zum Symbol geworden dafür, wie es Politik nicht machen darf. Damals unter Herrn Albrecht mit dem Finger auf die Karte gezeigt, die Grenze zur DDR, dünn besiedelt, man ging davon aus, die werden sich schon nicht so wehren können, da kommt der Standort hin. Mit Wissenschaftlichkeit, mit Nachhaltigkeit, mit einer ergebnisoffenen Standortsuche hatte das nichts, aber auch gar nichts zu tun. Darum sagen wir von Bündnis 90 die Grünen, das wird es mit uns nicht geben. Da können sich die Gorleberinnen und Gorlebener, da können sich die Wendländer auf uns verlassen. Wir werden Gorleben beenden, liebe Freundinnen und Freunde, und dafür sorgen, dass es eine ergebnisoffene Standortsuche gibt, die dafür sorgt, dass ehrlich gesucht wird und nicht mehr getrickst wird. Und ich will noch ein zweites sagen. Als ich Ende der 70er, Anfang der 80er in die Schule ging, da haben wir diese schönen Broschüren bekommen von der Atomindustrie. Da wurde uns gezeigt, dass der Salzstock trocken sei. In der Asse haben wir gesehen, wie der Salzstock trocken ist. Die säuft nämlich gerade ab. Da muss man doch verstehen, dass sie über 50.000 Leute in Gorleben und im Wendland versammelt haben, die dieser Politik die rote Karte zeigen. Wir verstehen das, wir finden das richtig und wir sind stolz auf diese Leute, weil das unsere Leute sind, liebe Freundinnen und Freunde.
Wir werden ja nachher noch eine Energiedebatte haben. Aber lasst es mich mal auf den Punkt bringen, worum es eigentlich geht in dieser ganzen Debatte um Laufzeitverlängerung, um Brückentechnologie und so weiter. Es geht um nichts anderes als darum, dass diese Bundesregierung dem anderen Teil ihrer Freunde auf dem anderen Teil des Tisches, nämlich den vier großen Stromkonzernen, versprochen hat, dass es 70 Milliarden Gewinn gibt für vier große Stromkonzerne. Das ist der Grund für die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke. Das Gegenteil von Gemeinwohl, das werden wir beenden, so schnell wir dazu in der Lage sind, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde, auch das gehört dazu, dass eine verantwortungsvolle Partei auch klar sagt, das wird nicht alles ohne Konflikte abgehen. Der Ausbau von Durchleitungstrassen, von Speichertechnologien, der wird nicht nur ohne Konflikte gehen. Darüber gibt es ja auch einige Änderungsanträge. Ich sage das auch als Naturschützer und als NABU-Mitglied. Gelegentlich werden wir auch Zielkonflikte austragen müssen. Wer die Energierevolution, wie wir sie wollen, 100% Strom, erneuerbar bis 2030, wer das ernst meint, der muss auch über Durchleitungskabel und Speicherkapazitäten nicht nur reden, sondern da, wo sie technisch und ökonomisch notwendig sind, auch dafür sorgen, dass sie kommen. Das Gleiche gilt für die Kraft-Wärme-Kopplung. Irgendwo werden wir die Gaskraftwerke hinbauen müssen. Darum sage ich, St. Florian kann mit Sicherheit kein Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen sein. Der ist nicht bei uns zu Hause, liebe Freundinnen und Freunde. St. Florian sitzt in den Staatskanzleien von Baden-Württemberg, von Stuttgart und von Bayern bei denjenigen, die die Laufzeit von Atomkraftwerken verlängern wollen. Aber dann, wenn es um den Standort Verendlagerung geht, nach Gorleben zeigen. Die haben St. Florian, wir haben Verantwortung. Liebe Freundinnen und Freunde, der zweite Ort, ihr ahnt es bereits, ist Stuttgart. Aber bevor ich was zu Stuttgart und zur Bahn sage, will ich was zur Polizei sagen. Ihr habt alle die schrecklichen Bilder gesehen vom 13. September, wo völlig unverhältnismäßig gegen Demonstranten vorgegangen wurde. Ihr habt auch gesehen in Gorleben, wo von wenigen Ausnahmen abgesehen die Polizei sehr, sehr kooperativ war. Ich will das als Grüner sagen. Wir wollen den Zustand beenden, dass die Polizei den Kopf für eine verfehlte Lobbypolitik und Klientelpolitik hinhalten muss. Wir sind mit der Gewerkschaft der Polizei zusammen der Meinung, dass dieser Skandal beendet werden muss, dass Polizisten eine Schicht von 24 Stunden oder 30 Stunden in Gorleben schieben müssen. Das ist eine Menschenrechtsverletzung gegen Polizeibeamte. Und Bündnis 90 Die Grünen kämpft nicht nur gegen Laufzeitverlängerung, sondern wir kämpfen auch dafür, dass die Polizei bei uns im Lande anständige Arbeitsbedingungen bekommt, liebe Freundinnen und Freunde. Aber damit ist es noch nicht zu Ende. Das, was da in Stuttgart passiert ist, das wird und es muss im Untersuchungsausschuss aufgearbeitet werden. Wir wollen wissen, wer den Befehl zu diesem skandalösen Entschluss gab, zu diesem Polizeieinsatz gab. Und eines sagen wir, wenn wir regieren, wird es keine Wasserwerfer gegen protestierende Schülerinnen und Schüler geben. Ganz im Gegenteil, liebe Freundinnen und Freunde, auch das muss aufgearbeitet werden und abgestellt werden. So etwas darf es nicht geben in der Bundesrepublik Deutschland. Und jetzt zum Bahnhof. Was hat man uns nicht alles erzählt, wofür Stuttgart 21 gut wäre? Es ging um die Traverse Paris-Bratislava. Es ging darum, Güter auf die Bahn zu bringen. Schließlich wird es darum gehen, Zeit einzusparen, Engpässe zu beseitigen. Heute, angesichts der Schlichtungsgespräche, übrigens auch das eine neue Erfahrung für die Befürworter, die kannten das bisher nicht, dass sie ihre Zahlen vorlegen müssen, dass sie nachgerechnet werden, dass das, was sie sagen, überprüft wird. Und wir sehen, wie das Argumentationsgebäude Schritt für Schritt zerrinnt. Heute wissen wir, es ist eben kein europäisches Projekt. Selbst der EU-Kommissar sagt, man braucht keinen unterirdischen Bahnhof für die Verbindung Bratislava-Paris, liebe Freundinnen und Freunde. Heute wissen wir, die Strecke Wendlingen-Ulm eignet sich angesichts der Topografie und angesichts der Steigung dort nicht für die Züge, die es noch gar nicht gibt im Güterverkehr, liebe Freundinnen und Freunde. Auch da hat man uns angeschwindelt, liebe Freundinnen und Freunde. Und das ist vielleicht das Dramatischste, ich habe immer gedacht,
dass K21 besser ist wie S21. Aber dass sogar der bestehende Bahnhof noch bessere Kapazitäten hat, wie das, was die unterirdisch von den Milliardensumme machen wollen, das geht nicht. Die schwäbische Hausfrau sagt, 4 Milliarden für 4 Minuten rechnet sich nicht, Frau Merkel. Wenn Sie es nicht kapieren, fragen Sie die schwäbische Hausfrau, die kann besser rechnen wie Frau Merkel und Herr Mappes. Wir wollen die Milliarden, die wir für ein Unsinnsprojekt, das keiner braucht, benutzen für wirkliche Bahnprojekte. Beispielsweise für den 4-spurigen Ausbau der Rheintalbahn inklusive Lärmschutzmaßnahmen. Da kommen die Güter auf die Schiene, liebe Freundinnen und Freunde. Beispielsweise für den Ausbau der Strecke Frankfurt-Mannheim. Beispielsweise für die Mitte-Deutschland-Bahn. Für den Ausbau des Regionalverkehrs. Dafür brauchen wir das Geld, liebe Freundinnen und Freunde. Und lasst mich eines all für alle mal sagen. Diejenigen, die die Bahn mit Gewalt an die Börse bringen wollten, die verantwortlich sind für Verspätungen, die verantwortlich sind dafür, dass Wartungsarbeiten nicht stattgefunden haben, für vereiste Züge, für Hitze im Sommer, das sind diejenigen, die Stuttgart 21 wollen. Das sind nicht die Bahnfreunde. Die Bahnfreunde sitzen hier bei Bündnis 90 Die Grünen. Wir sind die Bahnpartei Deutschlands und bleiben das, liebe Freunde und Freunde. Da soll keiner was anderes erzählen. Die Bürgerinnen und Bürger sind keine Wutbürger, wie jetzt gesagt wird, sondern sie sind im besten Sinne des Wortes gute Republikaner, die sich in ihre eigenen Angelegenheiten einmischen. Es ist ein generationenübergreifender Aufstand der Aufgeklärten, der Verantwortungsbewussten und derer, die am Gemeinwohl und ihrer Zukunft interessiert sind. Ich will die Gelegenheit des Parteitags nutzen, mich auch an Frau Merkel und Herrn Mappus zu richten. Wäre es nicht sinnvoller, den Jugendlichen die Stadt ans eigene Portemonnaie zu denken, an die Zukunft, an die Schöpfung, an künftige Generationen zu denken, auf die stolz zu sein, denen zu danken, dass sie das machen, anstatt auf sie einzuprügeln und sie schlecht zu machen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir sind stolz auf diese Jugendlichen, die in Stuttgart, die in Wendlingen und anderswo für die Zukunft dieses Landes von uns allen demonstrieren. Und wir beschimpfen sie nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Und auch das muss mal gesagt werden. Wir sind hier nicht bei George W. Bush, wo es heißt, entweder du bist für uns oder gegen uns. So funktioniert Demokratie nicht, Frau Merkel. Und niemand muss Bündnis 90 Die Grünen belehren, was die parlamentarische Demokratie angeht. Ich will das auch klar sagen. Wenn ich auf Demos bin und manchmal pauschale Urteile über die Politik, über die Politiker höre von linken Rednern, dann geht mir das genauso auf den Zeiger oder auf den Strich, wie wenn ich neowilhelminische Sprüche über die Schwatzbude Parlament höre. Wir Bündnis 90 Die Grünen wollen die Parlamente stärken. Wir wollen, dass da wieder ernsthaft gestritten wird. Und der Bundestagspräsident Lammert hat doch recht, wenn er sagt, dass die Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke im Schweinsgalopp durch die Parlamente durchgejagt wurde. Das ist Respektlosigkeit gegenüber Parlamenten und nicht die Demonstration in Gorleben, liebe Freundinnen und Freunde. Frau Merkel, Herr Mappus, einfach mal locker machen und die Demonstration in Protest als Chance begreifen. Lasst mich in Anlehnung an Willy Brandt sagen, es ist Zeit, dass wir mehr direkte Demokratie wagen in Deutschland. Das verträgt unser Land, liebe Freundinnen und Freunde. Und es ist keine Abschaffung der parlamentarischen Demokratie, sondern ihre Ergänzung und Weiterentwickeln. Und dazu gehört für uns Partizipation. Dazu gehört für uns Wahlrecht mit 16. Dazu gehört für uns kommunales Wahlrecht für sogenannte Drittstaatenausländer. Lass mich ein Beispiel geben dafür, wie man es richtig macht. Unweit von hier, auf der anderen Seite der Grenze in der Schweiz, ihr wisst es, die zweite Röhre des Gotthardtunnels hat 18 Milliarden gekostet und 20 Jahre Planungs- und Bauzeit. Am Ende, als es um die Eröffnung ging, sprachen die Repräsentanten des Staates nicht nur das, was man üblicherweise sagt, dass man sich feiert. Jetzt kommt's. Sie haben den Kritikern gedankt. Sie haben den Kritikern gedankt und gesagt, dass die Kritik dazu geführt hat, dass das Projekt besser wurde und dass es billiger wurde.
Könnt ihr euch das vergleichbar in Deutschland vorstellen? Frau Merkel am Mappus dankenden Protestieren, dankenden Demonstranten und sagen, dank euch haben wir manche Sachen besser verstanden. Vielleicht ist das genau unser Problem. Vielleicht sollte man Herrn Mappus und Frau Merkel mal in die Schweiz schicken, um zu gucken, was es heißt, wenn man mit der Bevölkerung spricht und nicht über die Köpfe der Menschen hinweg Politik macht, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will aus diesem Bundesparteitag in Freiburg auch etwas machen, was Grüne vielleicht bislang noch nicht so gemacht haben. Ich will der Wirtschaft unseres Landes ein Angebot machen. Keine Sorge, das Angebot beinhaltet mit Sicherheit nicht Steuersenkungen auf Pump und zulasten künftiger Generationen. Wer das will, muss zur FDP gehen. Das ist nicht hier. Falsche Veranstaltung. Aber wer ein Bildungssystem möchte, das nicht kaputt gespart wird, wer Jugendliche in die Betriebe möchte, die lesen, schreiben, Mathematik können, die Basisqualifikation möchten, der muss Bündnis 90 die Grünen wählen. Wir bieten der Wirtschaft an, wenn ihr die wählt, die anderen, da gibt es vielleicht niedrige Steuersätze, aber auch ein kaputtes Bildungssystem. Bei uns gibt es nicht niedrige Steuersysteme, aber Jugendliche, die bestmöglich ausgebildet werden in den besten Kindergärten, den besten Schulen, den besten Ausbildungsbetrieben, den besten Universitäten der Welt. Dafür steht Bündnis 90 die Grünen in Deutschland, liebe Freundinnen und Freunde. Und lasst mich ein zweites Angebot machen. Da muss ich jetzt leider die SPD mit einschließen, weil die SPD in der Frage, ganz wie die andere Volkspartei, ich sage Volkspartei, ich bin Sozialpädagoge, positiver Verstärker. Beide großen Volksparteien tun sich schwer mit einer Sache, die eigentlich sehr einfach ist. Nämlich, dass man einfach erklären kann, dass der 55-jährige Stahlkocher nicht über Nacht leider zum IT-Experten oder zum Ingenieur wird. Darum braucht man beides, bessere Ausbildung, mehr Arbeitsplätze für Langzeitarbeitslose und Zuwanderung von Hochqualifizierten heute im IT-Bereich, dort, wo die Wirtschaft heute Not hat. Wir können beides zusammenbringen, den anderen überfordert es offensichtlich intellektuell, also müssen wir ran und erklären, wie es geht. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich habe ja immer gedacht, bei der FDP würden Ordnungspolitiker sitzen. Insellösungen habe ich irgendwie Freiburg, Freiburger Thesen. Ordnungspolitik, Freiburg, da habe ich irgendwie gelernt, keine Insellösungen bei der Mehrwertsteuer. Ja, wer hat denn die Hotelübernachtungen auf den ermäßigten Mehrwertsteuersatz runtergesetzt, sodass man im Endeffekt mehr und nicht weniger Bürokratie hatte? Auch da sagen wir an die Wirtschaft gerichtet, mit uns gibt es ein einfaches Steuersystem, das den Wust an Ausnahmen bei der Mehrwertsteuer beendet. Keine Insellösung, sondern Reduzierung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes auf soziale, auf ökologische, auf kulturelle Ausgaben. Alles andere wird mit dem regulären Steuersatz bedient. Dann habt ihr weniger Bürokratie und mir mehr Einnahmen in der Kasse. Liebe Freundinnen und Freunde, und lasst mich auch das sagen. Wir haben bei Bündnis 90 die Grünen sehr wohl bemerkt, als es um die Anzeigen vom BDI pro Atomenergie, diese 40, übrigens nur Männer, muss man auch mal festhalten, es zeigt wieder mal, dass die Frauen auch von Energiepolitik mehr verstehen, offensichtlich in der Republik, liebe Freundinnen und Freunde. Aber es waren nicht nur Männer, es waren nicht nur Männer. Es gibt noch eine zweite Sache, die uns aufgefallen ist. Bei dieser Anzeigenkampagne hat kein einziger klein- und mittelständischer Unternehmer mitgemacht. Die haben offensichtlich kapiert, der Green New Deal ist gut für das Handwerk, der ist gut für kleine und mittelständische Unternehmen der Bundesrepublik Deutschland, weil die erneuerbaren Energien, weil Energieeffizienz, weil Energiesparen, weil andere Antriebsmethoden, all das sich rechnet für die Wirtschaft. Weder Kohle noch Atom bringt die Arbeitsplätze von morgen, sondern das, wofür wir bei Bündnis 90 Grüne stehen. Liebe Freundinnen und Freunde, aber zur Ehrlichkeit, gehört auch dazu, dass wir ohne einen höheren Spitzensteuersatz und ohne eine befristete Vermögensabgabe für besonders Reiche nicht auskommen werden. Es ist doch nachgerade absurd, dass wir in einem Land sind, wo es reiche Menschen gibt, die sagen, wir sind bereit, für staatliche Güter Verantwortung zu übernehmen und mehr Steuern zu bezahlen.
Und dann gibt es eine Bundesregierung, die sagt, wir wollen euer Geld nicht. Wir nehmen es lieber von den Hartz-IV-Empfängern. Auch dieser unmoralische Zustand muss dringend beendet werden. Das gehört zu Gerechtigkeit dazu, dass die, die mehr haben, auch mehr Verantwortung schultern, liebe Freundinnen und Freunde. Und es muss eine andere. Und es muss eine andere Sauerei abgestellt werden. Die schwadronieren ja ständig vom Lohnabstandsgebot. Wir sind auch fürs Lohnabstandsgebot, aber anders wie die. Nicht indem man einen Wettbewerb macht, dass diejenigen, die skandalös wenig verdienen, gegen Hartz-IV-Empfänger ausgespielt werden, wie es manche machen, sondern dadurch, dass diejenigen, die skandalös wenig verdienen, endlich menschenwürdiges Lohn bekommen, das heißt ein Mindestlohn so bei uns eingeführt wird, wie in anderen europäischen Ländern auch, und dieser deutsche Sonderweg abgeschafft wird, liebe Freundinnen und Freunde. Auch das gehört zu einer vernünftigen Sozialpolitik dazu. Liebe Freundinnen und Freunde, ich weiß nicht, ob, was sagt ihr über die Grünen, dass die gerne viel lesen und Bildungsbürger viele sind. Dann kennt ihr sicherlich alle das Zeitmagazin und kennt im Zeitmagazin diese Rubrik Ich habe einen Traum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe zurzeit eher einen Albtraum. Und dieser Albtraum heißt, immer wenn ich nachts träume, dass Guido Westerwelle Außenminister ist. Ich sehe, ich bin nicht der Einzige, der diesen Albtraum hat in dieser Republik, liebe Freundinnen und Freunde. Ich sehe da immer im Traum dann, dass der irgendwas faselt von spätrömischer Dekadenz und alles das nicht macht, wofür er eigentlich gewählt ist, nämlich sich beispielsweise um den Frieden im Nahen Osten zu kümmern, sich beispielsweise um die Irlandkrise zu kümmern, um die Stabilität des Euros zu kümmern, Konzepte zu entwickeln, wie es mit der Europäischen Union weitergehen soll. Das alles macht er nicht, und wenn ich aufwache, dann sehe ich, es war leider kein Traum. Bis 2013 müssen wir die noch aushalten. Aber dann kommt der Wechsel, dann kriegt Deutschland endlich wieder einen Außenminister, vor dem es sich im Inland wie im Ausland nicht mehr schämen und entschuldigen muss, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn wir gerade beim Fremdschämen sind, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als die Griechenland-Krise mit aller Wucht ausbrach und Frau Merkel die Wahl hatte zwischen Verantwortung für Europa und der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, sie sich für die Landtagswahl entschieden hat, die sie trotzdem Gott sei Dank verloren hat. Was war das Ergebnis? Für Griechenland wurde es teurer, die Zinsen sind hochgegangen. Für uns, für die europäischen Steuerzahler, nicht für Frau Merkel, wurde es auch teurer. Und Europa hat darunter gelitten. Die einzigen, die Gewinn gemacht haben, das waren die Spekulanten und die Banken, die sowieso die Krise mit verursacht haben. So sieht europäische verantwortungsvolle Politik nicht aus, liebe Freundinnen und Freunde. Deshalb sagen wir klar, die Lehre aus dieser Krise muss sein, dass die Finanzmärkte endlich an die Kette gelegt werden. Wir brauchen statt einer absurden Bankenabgabe in Deutschland, die den Namen nicht verdient, weil sie Großbanken und Sparkassen gleich behandelt, brauchen wir endlich die europäische Finanztransaktionssteuer, damit diese Art von Spekulation künftig stärker unterbunden wird und das Geld in die Kasse brauchen, das wir brauchen, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde, lassen wir aus aktuellem Anlass auch etwas zu den Terrorwarnungen sagen, die wir alle heute in den Nachrichten gesehen haben, die in den Tageszeitungen als Aufmacher gelesen haben. Wir nehmen die Warnungen des Bundesinnenministers Deme sehr, sehr ernst und vertrauen darauf, dass die Sicherheitskräfte unseres Landes alles Menschenmögliche tun, um das, wovon wir alle hoffen, dass es nicht stattfinden möge, dass es verhindert wird. In dieser Frage kann es und darf es und wird es mit uns keine Parteipolitik geben. Das will ich in aller Deutlichkeit sagen, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will aber auch ein Zweites sagen. Der Terrorismus hat keine Religion und keine Rechtfertigung. Darum dürfen wir es den Bin Ladens dieser Welt auch nicht durchgehen lassen, dass sie sich hinter irgendwelchen Konflikten verstecken. Es geht denen weder um den Nahen Osten, noch geht es ihnen um Afghanistan, noch geht es ihnen um Palästinenser oder sonst irgendwas. Es geht ihnen darum, dass sie innerhalb der islamischen Welt das Ruder übernehmen. Und darum muss die Antwort darauf eine Antwort sein, die die Welt nicht spaltet entlang der Religion. Hier Muslime, dort die anderen. Sondern die Antwort kann nur sein, alle, die an die Aufklärung,
an Gleichberechtigung von Mann und Frau, an Demokratie, an Menschenrechte glauben, egal welcher Religion oder keine Religion, müssen zusammenstehen. In Deutschland, in Europa und im Rest der Welt. Nur so können wir Terrorismus bekämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Alles andere führt ins Verderben. Und deshalb sage ich aber auch, dass sich die Menschen in Afghanistan, die sich Hoffnungen machen und Hoffnungen gemacht haben darauf, dass es ein anderes Afghanistan wird, dass sie sich auf uns weiterhin verlassen können. Wir werden nicht verbrannte Erde in Afghanistan hinterlassen und das afghanische Volk an Al-Qaida oder die Taliban übergeben. Aber wir müssen alles dafür tun, dass die afghanischen Verantwortlichen, die dortige Polizei, die dortige Armee in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben zu erfüllen. Und darum gehört auch das zur Ehrlichkeit dazu. Wir brauchen eine vernünftige Abzugsperspektive, damit in Afghanistan Dampf gemacht wird und hier wiederum alle Schalter umgelegt werden, damit so schnell wie möglich in Afghanistan ein Zustand herrscht, sodass wir unsere Soldaten abziehen können und anschließend in Afghanistan nicht wieder das einkehrt, warum wir damals hingegangen sind, liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde, zum Schluss noch ein paar Worte über uns. 30 Jahre Geburtstag, Anlass zurückzuschauen, Anlass auch zu sehen, dass wir neben vielen jüngeren Mitgliedern auch viel mehr ältere Mitglieder haben. Ich weiß nicht so richtig, ob das daran liegt, dass wir älter geworden sind oder dass wir mehr Leute über 65 gewinnen. Wenn ich nach hinten schaue, weiß ich, es liegt nicht daran, dass wir älter geworden sind. Hier natürlich auch nicht. Fest steht allerdings, dass wir mittlerweile eine drei, um nicht zu sagen vier Generationen Partei geworden sind. Das heißt auch Zäsuren. Das heißt beispielsweise, dass wir Freunde verabschieden, die sich vorgenommen haben, nachdem sie 30 Jahre hart für uns geackert haben, diese Partei auch zu dem gemacht haben, was sie heute ist, dass sie jetzt was anders machen wollen. Ich denke an Lukas Beckmann, den wir hier verabschieden werden. Das sind aber auch traurige Anlässe. Anlässe, daran zu denken, dass wir wichtige Begleiter und Freunde verloren haben. Ich denke an Horst Fritsch. Ich denke an Walter Schwenninger, den ich in Tübingen gut kannte. Und ich denke an Sepp Daxenberger, vor denen wir uns verneigen. Und auch die werden wir gedenken. Das sind neue Erfahrungen für uns, die wir bislang nicht kannten, als junge Partei im Verhältnis zu den anderen Parteien. Dieser Parteitag steht unter dem Motto Auftrag Grün. Wir wollen das grüne Auftragsbuch für die nächsten Jahre füllen. Das wird kein Parteitag von Biosekt und Ökobier werden. Und wenn, dann erst nach Feierabend, liebe Freundinnen und Freunde. Denn wir haben Schwarz-Gelb noch, wenn es schlimm läuft, noch 3 Jahre zu ertragen. Das heißt, wir sind uns dessen bewusst, dass die guten Umfrageergebnisse auch einen fiesen Kater hinterlassen können und so sein können wie starker Schnaps. Darum sehen wir diese Umfrageergebnisse als einen Auftrag an uns, uns dem würdig zu erweisen. Das ist nichts anderes als ein Vertrauensvorschuss von Leuten, die sich vorstellen können, Bündnis 90 Die Grüne zu wählen. Das heißt für uns, dass wir eine Politik machen müssen, noch stärker, die alle Teile der Gesellschaft umfasst. In Berlin sagen unsere Berliner Freunde mit Renate, eine für alle. Lass mich die Gelegenheit vielleicht auch im Namen von euch allen nutzen, um Renate zu beglückwünschen dazu, dass sie Spitzenkandidatin wurde und natürlich auch den gesamten Berliner Landesverband. Sicher. Sicher ist die Situation in Berlin nicht vergleichbar mit dem Rest der Republik oder mit anderen Orten in Deutschland. Aber der Anspruch, dass es ums Ganze geht und dass wir Politik für alle machen wollen, das muss ein Anspruch sein, der für uns überall gilt. Und lass mich ein weiteres sagen. Wir haben ja morgen auch einen Integrationsantrag. Da sprechen wir immer von einer Willkommenskultur für Migranten. Ich wünsche mir auch eine Willkommenskultur für neue Wähler, für neue Mitglieder, für neue Interessenten, für all diejenigen, die sich für Bündnis 90 Die Grünen interessieren. Auch für die gilt Willkommenskultur. Sie sind willkommen bei Bündnis 90 Die Grünen. Machen Sie mit. Das ist eine offene Partei. Die Türen stehen sperrangelweit offen für all diejenigen, die anpacken wollen und mitmachen wollen. Liebe Freundinnen und Freunde,
Wir wissen das sehr wohl. Wir wissen das sehr wohl, dass die Angriffe auf uns härter werden werden. Wir wissen, dass jede Sekunde dieses Parteitags in den Geschäftsstellen der CDU, CSU ausgewertet wird nach dem Motto, ist da irgendwas dabei, was denen, die 2011 Wahlkampf machen, irgendwie schaden könnte. Wir lassen uns davon nicht kirre machen. Sondern was wir machen ist, wir werden weder unsere Inhalte abschleifen, noch werden wir das Programm ins Regal stellen. Wir werden das machen, was wir 30 Jahre erfolgreich gemacht haben, festhalten am Markenkern. Wir sind die Partei des Klimaschutzes, der Ökologie, der Nachhaltigkeit. Wir sind aber auch die Partei der Gerechtigkeit. Und Gerechtigkeit heißt bei uns Gerechtigkeit gegenüber denen in der Gesellschaft, denen schlecht geht. Aber Gerechtigkeit heißt auch diejenigen, die nicht hier leben, sondern anderswo in der Welt und gegenwärtig leiden. Das macht Bündnis 90 die Grünen aus. Über den Tellerrand denken, das sagen, was nicht alle hören wollen und das sagen vor allem, was die anderen sich nicht zu sagen trauen. Ich habe angefangen, die badischen Revolutionäre zu ehren, also will ich auch mit den badischen Revolutionären natürlich enden. Lass mich schließen mit dem Gustav Struve, dem Märzrevolutionär, der gesagt hat, politische Halbheit ist das beste Mittel zu verlieren, was man besitzt und nicht zu erlangen, was man erstrebt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich wünsche uns einen erfolgreichen Parteitag. Rocken wir die Republik 2011!